Ja, grüß Gott und herzlich willkommen hier im Schneiderbräuhaus oder heute am längsten Stammtisch dieser Stadt. Wir dürfen feiern. Wir dürfen feiern 150 Jahre Schneiderweiße. Wir dürfen feiern 150 Jahre Schneiderbräuhaus. Wir dürfen feiern 150 Jahre Schneider, Familie Schneider in der Bierbranche. Und nicht zuletzt 150 Jahre Unternehmertum mit bayerischer Seele. 15 Dekaden Mut, Risikobereitschaft und unternehmerische Überzeugung. Anderthalb Jahrhunderte Partnerschaft oder neubayerisch würde man Networking sagen und 150 Jahre Freundschaft. Und darum sind Sie hier. Darum seid ihr heute alle hier. Und nur wenn wir eine Verbundenheit weiter pflegen, zusammenhalten, dann können wir auch künftig Erfolge erzielen und wieder Feste feiern. Sehen Sie mir bitte nach, dass ich nicht alle großartigen Menschen, die heute Abend hier versammelt sind, namentlich begrüßen kann. Das würde einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Und ich bin auch sicher, dass Sie mir verzeihen, dass ich nicht gendere. Aber für eine bayerisch domestizierte Zunge ist das eine zu große Herausforderung. Seien Sie aber versichert, dass ich jeden Einzelnen von Ihnen herzlich willkommen heiße und wertschätze, sonst hätten Sie es ja gar nicht auf die Einladungsliste geschafft. Ganz mit Blick zurück geht es an so einem Tag natürlich nicht. Als mein Urgroßvater, Georg Schneider I., zusammen mit meinem Urgroßvater, dem zweiten Georg, exakt hier an dieser Stelle das Unternehmen gründeten, da stellte sich der Erfolg bald ein. Und so kam es, dass am Sonntag keine Zeit mehr für einen Kirchgang war. Die Lösung, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten. Die Chorherren von Heiligen Geist sind herübergekommen und haben den Bräuburschen eine schnelle Messlesen. An diese Tradition haben wir heute angeknüpft, meine Damen und Herren. Ein herzliches Vergeltsgott an Monsignore Franzl und Stadtpfarrer Röhrland für die wunderbare Gestaltung des Dankgottesdienstes und natürlich ein herzliches Willkommen. Und nicht auf dem Protokoll steht der Pfarrer Schissler, der als Special Guest mir heute sozusagen untergejubelt worden ist, aber er ist auch für die Geistlichkeit da. Und an dieser Stelle natürlich auch noch ein Dank an die Kirchenmusiker und Sänger, die den Gottesdienst wirklich mit Gänsehautfühlung erfüllen, mit Mozarts Krönungsmesse und Heils Halleluja umrahmt haben. Politik und Bier waren schon immer in einer innigen Beziehung. Von der Stammtischpolitik über Bierkriege und Volksaufstände, die in Wirtshäusern ihren Anfang nahmen, bis hin zur feierlichen Volksfesteröffnung unserer Volksvertreter. Auch hier im Schneiderbräuhaus war einst der Ausgangspunkt einer Bierrevolution. Doch längst sind die Querelen versöhnt, war hier doch Franz Josef Strauß, ein oft und gern gesehener Gast. Da oben hängt sein Bild im Übrigen heute noch. Ich freue mich sehr, wenn sein politischer Urenkel, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, später einige Worte an uns richten wird. Wir erwarten ihn gegen 20 Uhr. Da haben wir dann hoffentlich auch alle schon unsere Suppe gegessen, dass wir uns hier wieder versammeln können und dem Herrn Ministerpräsidenten lauschen können. Wir sind sehr gespannt, weil Herr Dr. Söder doch als bayerischer Finanzminister von 2011 bis 2018 der oberste Chef des staatlichen Hofbräuhauses. Ein braver Kollege sozusagen. Für die Stadt München begrüße ich ganz herzlich den Fraktionsvorsitzenden der CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat, Herrn Manuel Pretzl. Es waren noch Zeiten, als es in München, der Hauptstadt des Bieres, noch sechs stolze eigenständige Brauereien gab. Vier sind nun in den Händen von Großkonzernen. Ehrlich gesagt erfüllt mich das ein bisschen mit Stolz für uns, fünf Georg Schneider vor mir, für mich und ich denke auch für meinen Sohn Georg den Siebten, galt und gilt ein anderes Credo. Freiheit,
Selbstständigkeit, Familie und keine Kompromisse in Sachen Qualität und Herstellung zu fahren. Von Anfang an wurde unser Unternehmen und unsere Familie von zuverlässigen und treuen Kunden getragen. Besonders stolz bin ich auf die Kundenbeziehung zum Schelling-Salon. Er ist in der Schellingstraße und in diesem Jahr durfte er ebenfalls sein 150-jähriges Jubiläum feiern. Ein Kunde der ersten Stunde und bis heute hält die Geschäftsbeziehung. Es war und ist ein Merkmal unseres Hauses, dass wir familiär mit mittelständischen Unternehmern teilweise über Generationen hinweg zusammenarbeiten. Sie sind unsere Existenzberechtigung. Ja. Wir stehen nun an einer Zeitenwende und es gilt nun als Mittelständler zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu stärken und zu fördern. Dann werden wir gemeinsam diese Zeitenwende auch meistern, wie schon viele Generationen vor uns in ihrer Zeit ihren Mann stehen mussten. Deshalb blicke ich mit Zuversicht und mit Gottvertrauen in die Zukunft. Ich bedanke mich für die Treue zum Hause Schneider und begrüße ganz herzlich stellvertretend für alle anwesenden Kunden Frau Cornelia Sawatzki,